Hi Leute, hier ist Heikap Christian. Heute ist der Weltvegan-Tag, wie einige von euch vielleicht wissen, und an alle die, die es nicht wissen, heute ist der Weltvegan-Tag. Ich dachte, dass ich das mal zum Anlass nehme und euch sage, wie es ist, als Veganer in den Niederlanden zu leben. Denn ich lebe ja jetzt seit 2 Monaten in den Niederlanden, habe letztes Jahr ein halbes Jahr hier gelebt, spreche die Sprache etc. Also denke ich, dass ich was zu dem Thema sagen kann. Oh, und ich bin seit 6 Jahren vegan, also... Das ist auch wichtig. Zunächst einmal muss ich sagen, dass ich natürlich eine sehr andere Perspektive habe, weil ich immer in Städten aufgewachsen bin in Deutschland. Ich habe immer in Städten gelebt, immer in Großstädten und lebe jetzt auch in Utrecht, was eine sehr große Stadt ist in den Niederlanden. Und deshalb hat man hier ja ohnehin ein anderes Angebot. Ich finde sowieso, dass das Gefälle, was Veganismus angeht, nicht so sehr ein Gefälle von Land zu Land ist. Zumindest wenn es halt um halbwegs erste Weltländer, halbwegs entwickelte Länder geht. Ich weiß, das ist eine große Diskussion, wie man Länder jetzt einstuft, aber ne, nur so als grobe Referenz, ich denke, ihr wisst, was ich meine, als ein Gefälle zwischen Stadt und Land. Denn auch in China hatte ich überhaupt gar keine Probleme, vegan zu essen. Es gab Tonnen an veganen Restaurants und das ist in Deutschland und in den Niederlanden im Prinzip genau das Gleiche. Was ich sagen kann, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es hier weniger rein vegane Sachen gibt als vegetarische Restaurants, die noch was Veganes dabei haben. Und es gibt auch nicht so viele rein vegane Supermärkte. Alleine im Ruhrgebiet, wo ich aufgewachsen bin, gibt es ja, es gibt das Kaffee Fleischlos in Essen, es gibt zig andere Läden und hier in Utrecht gibt es keinen einzigen veganen Laden. Ich glaube, der nächste, der mir gerade einfällt, ist in Amsterdam und dann ist noch einer in Den Haag und in Groningen, aber hier genau in der Mitte des Landes ist mir zumindest gerade keiner bekannt. Und das ist, würde ich mal sagen, einer der wesentlichen Unterschiede. Die Sache ist aber, dass man hier in den Niederlanden einfach viel mehr Sachen so im Supermarkt bekommt. Wenn ihr mal hier seid, Albert Heijn hat geniale vegane Burgerbuletten, die auch wirklich, die sehen aus wie Fleisch, die schmecken wie Fleisch. Meine Mitbewohner haben mich mal gefragt, isst du Fleisch? Und ich so, nein, das ist immer noch vegan. Und das ist eher so das Gefühl, das ich habe, dass man hier mehr im normalen Supermarkt bekommt, man deshalb die spezialisierten Läden nicht braucht. Was dann aber wiederum blöd ist, wenn man sowas wie Hefeflocken braucht, weil es die irgendwie nirgendwo gibt und nur im Bioladen gibt und selbst da hat man manchmal nur die sehr, sehr teuren Marken, also so 15 Euro für eine Packung oder so. Das ist einer der größten Unterschiede. Ich kenne sehr, sehr viele Veganer hier, die sich ihre Sachen aus Deutschland schicken und teilweise ist auch das Angebot von veganen Supermärkten hier, veganen Spezialläden einfach größtenteils bestehend aus deutschen Produkten. Also die komplette Fantastic Foods Linie hat man meistens, wobei ich persönlich Fantastic Foods nicht kaufe, einfach weil ich das blöd finde, dass die jetzt einen Hauptinvestor haben, der aus der Metzgerbranche kommt. Muss für mich nicht in den Kram passen. Ansonsten, wenn es darum geht, irgendwo zu essen, was sich nicht speziell auf Vegetarier oder Veganer richtet, habe ich das Gefühl, dass es das Gleiche ist wie in Deutschland, bis auch vielleicht sogar ein bisschen schlechter. Zum Beispiel in die Kneipe, in der ich, wo ich regelmäßig hingehe, gibt es nichts, was vegan ist. Nicht einmal die Pommes sind vegan, weil die in Rinderfett gebraten sind. Dementsprechend kann ich dort überhaupt gar nichts essen. Und in Deutschland hat man zumindest immer noch die Option, dass es irgendwie Pommes gibt oder so, weil das halt nicht so oft vorkommt, dass die in Rinderfett ausgebacken werden. Aber in Belgien ist es ja zum Beispiel so, dass eigentlich, ich glaube, alle Pommes in Rinderfett gemacht wird. Und hier anscheinend teils. Und da hat man dann als Veganer ein bisschen schlechtere Karten. Aber ich habe auf der anderen Seite wiederum das Gefühl gemacht, dass wenn man einfach an ein Lokal oder ein Restaurant herantritt und sagt, hier vegan, bla, willkommen, dass sie sich wirklich Mühe geben. Ich hatte das schon mehrfach, dass ich mit Freunden in so ein traditionelles Pfannkuchenhaus gegangen bin. Ich habe halt wir haben im Vorfeld Bescheid gesagt, vegan. Und dann haben die extra nur für mich veganen Pfannkuchenteig gemacht. Ohne Eier, mit Sojamilch, anstatt halt Kuhmilch. Und das ist dann wiederum einfach diese niederländische Kultur von Gastfreundlichkeit, die ich irgendwie hier viel mehr sehe als in Deutschland. Dementsprechend, es ist halt, es unterscheidet sich nicht großartig von Deutschland und solange ihr halt in den großen Städten seid, gar kein Problem und ansonsten einfach nachfragen. Meine Mutter war auch mal hier an der niederländischen Küste, in einer kleinen Pension und der hat halt gesagt, ja okay, vegan, die haben ihr ein komplettes veganes Frühstücksbuffet gemacht mit geschnittenem Obst, mit Sojajoghurt, mit allem möglichen und die Erfahrung hatte ich in Deutschland zum Beispiel nicht. Es ist halt schwierig zu vergleichen, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist es eigentlich schon
ziemlich gut. Ich hoffe, das Video hat irgendjemandem geholfen. Wie immer, wenn ihr in einer unbekannten Region seid und ihr sucht etwas Veganes, benutzt die Happy Cow App. Ich kann diese App nicht genug empfehlen. Die ist klasse, ihr könnt nach veganen Sachen suchen, vegetarisch, mit Optionen für Vegetarier und Veganer. Ihr könnt nach Läden suchen. Die App ist wirklich klasse. Die hat uns so oft gerettet, irgendwie in China oder in Südkorea oder sowas. Und ja, das tut sie in Deutschland auch. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, könnt ihr mich hier unten abonnieren oder hier schwirrt irgendwo mein Kopf rum. Also nicht der, sondern irgendein anderer Kopf von mir rum, wo ihr mich abonnieren könnt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.